Hallo, liebe Freifam-Zuschauer. Heute Hinweis auf unseren Artikel, den wir heute veröffentlicht haben. Da geht es um einen Justizskandal am Familiengericht Hamburg-Altona. Das ist der Fall Margab Heiden, über den wir ja schon mehrfach berichtet haben und ich auch ein paar Videos gemacht habe. Wir haben jetzt einen großen Artikel veröffentlicht, indem wir alles zusammengefasst haben, indem wir noch neue Erkenntnisse reingebracht haben, die wir gewonnen haben aus der Studie der kompletten Akte, die uns zugespielt wurde. Das heißt, wir haben jetzt fundierten Einblick gehabt in das, was da am Familiengericht Hamburg-Altona läuft, was da die Richterin Daug, der Richter Arndt und auch die Verwaltung dort gemacht haben. Ja. Und das ist ein ausgewachsener Justizskandal, der da auf dem Rücken der vierjährigen Tochter von Margab Heiden abläuft. Ja, was soll man dazu sagen, ja? Wenn einem Vater ohne Grund das Kind genommen wird, in einer Eilentscheidung. Fachleute sagen, es gibt keinen Grund, ja, ihm das Kind zu nehmen. Das Jugendamt selbst sagt, und es ändert sich immer noch nichts, ja? Also, die Richterin Daug, die zwar abgelehnt ist, könnte immer noch in einer unaufschiebbaren Handlung ihre eigene Entscheidung aufheben, wenn sie denn irgendwie noch, wie soll ich sagen, an der Wahrheit interessiert wäre oder wirklich am Kindeswohl, ja. Scheint sie aber nicht zu sein, weil sie hebt ihren Beschluss nicht auf, der offensichtlich falsch ist, ja. Das zeigt unsere Recherche, das zeigt der Artikel. Und ich möchte ein großes Lob aussprechen an Klaus Fiegel, der Redakteur, der den Artikel geschrieben hat. Das war harte Arbeit, sich durch die Akte durchzuarbeiten, den Artikel zu schreiben. Alle Achtung, also ich halte es bisher für den fundiertesten, größten, umfassendsten Artikel, den wir jemals bisher zu einem Fall gemacht haben, wo der Staat ganz offensichtlich Elternrechte und Kinderrechte dagegen verstößt. Also guckt es euch an. Mich interessiert natürlich, was ihr denkt über diesen Artikel. Könnt ihr hier auf YouTube euer Feedback hinterlassen oder dann, ich muss mich ja drehen, weil der Hund hier nach links und rechts läuft. Oder halt unter dem Artikel selbst oder auf Facebook ist er ja auch veröffentlicht worden. Twitter würde mich sehr interessieren und ja, ich hoffe, dass der Artikel viel gelesen wird. Bitte teilt ihn kräftig, damit man mitkriegt in Deutschland, was da falsch läuft am Familiengericht in Hamburg-Altona. Damit das vierjährige Mädchen hoffentlich bald so schnell wie möglich, am besten schon heute, wieder ihren Vater sieht. Und dieses Unrecht ein Ende findet. Diese totale Willkür auf dem Rücken eines vierjährigen Mädchens. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.